Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hi und herzlich willkommen zu unserem mythischen Hochbotaniker-Raid-Guide aus der Nachtfestung hier auf mmozone.de. Schauen wir uns hier im Bild kurz die Raid-Aufstellung an, mit der wir den Hochbotaniker im mythischen Modus besiegt haben. Als nächstes kommen wir zu den Änderungen im Vergleich zum heroischen Modus und solltet ihr den Kampf noch nicht in der heroischen Version kennen, bitte ich euch zuerst unseren Videoguide dazu anzuschauen. Die erste Änderung sehen wir bereits hier auf dem Bild, wir kämpfen von Anfang an gegen den Solaristen, den Arkanisten und den Naturalisten, wobei alle drei eigene Fähigkeiten haben und sobald einer stirbt, heilt er die anderen beiden und zwei der drei Fähigkeiten von dem Mob gehen auf die anderen zwei über. Darauf gehe ich aber gleich noch genauer ein. Wir töten zuerst den Naturalisten, der die Fähigkeiten Parasitäre Fessel, Natürliche Anmut und Toxische Sporen hat. Und sobald er tot ist und die anderen beiden voll geheilt hat, fällt Natürliche Anmut weg. Ab diesem Zeitpunkt spawnen, sobald die Plasmasphären vom Solaristen getötet werden, an deren Positionen Parasitäre Peitscher jeweils zwei, die dann getötet werden müssen, wie auch schon zuvor in Phase 1. Und die toxischen Sporen entstehen zufällig um die Person herum, die von Ruf der Nacht vom Arkanisten betroffen sind. Der Arkanist ist auch der zweite Mob, den wir töten werden, mit kontrolliertes Chaos, rekursive Schläge und Ruf der Nacht. Und sobald dieser tot ist, fallen die rekursiven Schläge weg. Die schwierige Phase beginnt, sobald der Solarist alleine ist. Denn dann fügt die Fähigkeit Leuchtfeuer dem Ziel zusätzlich parasitäre Fessel zu und sobald diese dann gedispelt werden, entsteht an dieser Position noch ein kontrolliertes Chaos. Toxische Sporen entstehen immer noch, sobald die Plasmasphären sterben und die Solarkollaps entstehen nun an der Position von den betroffenen Spielern von Ruf der Nacht. Da Solarkollaps in Verbindung mit dem Ruf der Nacht-Debuff das größte Problem darstellte, haben wir uns dazu entschlossen, die betroffenen Spieler von Ruf der Nacht sterben zu lassen, sodass wir gar keinen Solarkollaps bekommen und sie anschließend zu ressen, insofern wir noch Combat Resses übrig hatten. Um die Phase 3 etwas ruhiger zu gestalten, haben wir die parasitären Fesseln vom Tank nur ein einziges Mal gedispelt, sodass wir nur ein einziges Mal die parasitären Peitscher töten mussten und auch nur ein einziges Mal dem kontrollierten Chaos ausweichen mussten. Dazu benötigen die Tanks natürlich all ihre Cooldowns und zudem noch unterstützend die Cooldowns der Heiler. Schauen wir uns aber nun den Kampf gegen den Botaniker im mythischen Modus an. Wie schon erwähnt, starten wir damit, den Naturalisten zu fokussen und wir sehen jetzt gleich das erste Solarkollaps. Dieses verhält sich ein wenig anders in der mythischen Version, wir sehen das jetzt hier. Die Flächen der zwei äußeren Ringe sind auf einer Linie, anschließend in dem dritten Ring sind diese kleinen Flächen ein wenig versetzt, da müsst ihr einfach darauf achten, dass ihr da nicht reinlauft. Wir sehen jetzt hier die toxischen Sporen und das erste Mal die parasitären Peitscher. Die müssen auf jeden Fall so schnell wie möglich getötet werden, stunt sie am besten, denn ihr könnt alles damit machen, stunnen, routen, alles. Solltet ihr auch tun, denn auf Dauer werden die einfach wahnsinnig schnell und wenn sie einen Spieler erreichen, dann vermehren sich die Peitscher und sollte das zu oft passieren, dann werdet ihr von diesen einfach überrannt. Wir sehen jetzt hier bereits schon ein paar von den toxischen Sporen. Gleich wenn es mehr werden, haben wir Spieler eingeteilt, die sich darum kümmern, die wegzumachen. Da könnt ihr Hunter nehmen, Schurken nehmen, Mages, Paladine, irgendwas. Hauptsache, sie kriegen davon keinen Debuff. Wir sehen das jetzt gleich. Unser Schurke kommt jetzt hier angerannt, sammelt alle Sporen ein mit Mantel der Schatten, kriegt dadurch keinen Debuff und wir als Ranged haben wieder Platz, uns zu verteilen. Der Tank, der den Naturalisten tankt, muss den für die natürliche Anmut rausziehen, sodass die grünen Flächen sich nicht im Raid befinden und sie sich eventuell heilen. Ebenso, wie gesagt, für rekursive Schläge euch den Arkanisten gegenseitig abtaunten, sodass ihr nie mehr als 6 Stacks habt, denn sonst wäre das auch tödlich. Wir sehen jetzt hier das kontrollierte Chaos, da müssen alle raus, auch die Tanks mit den Mobs natürlich. In 5 Sekunden sehen wir dann die nächsten Plasmasphären. Diese müssen getötet werden, dass sie nicht zu lange leben.
Die erste, sobald sie da ist, dann die zweite, sobald der Debuff abgelaufen ist. Und die dritte kann einfach dann nur gedottet werden, sodass sie dann alleine runter tickt. Wir sehen jetzt hier Ruf der Nacht auf zwei Spielern. Diese dürfen auf gar keinen Fall zusammenstehen, müssen aber neben einem anderen Spieler stehen, da ansonsten der gesamte Raid Schaden bekommt davon. Deshalb achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr neben einem anderen Spieler steht. Oder als Spieler, der nicht betroffen ist, achtet darauf, dass ihr eventuell mit dem betroffenen Spieler mitlauft für Solar Collapse oder kontrolliertes Chaos. Der Naturalist hat noch knapp 5%. Wir sehen noch einmal die parasitären Peitscher. Die betroffenen Spieler von Ruf der Nacht haben den Debuff noch 10 Sekunden knapp. Und wir können dann jetzt noch einmal dem kontrollierten Chaos ausweichen. Anschließend ist der Naturalist tot. Und wir haben nur noch den Arcanist und den Solarist. Und wie im Vorwort schon erwähnt, spawnen ab jetzt die parasitären Peitscher, sobald die Plasmasphären tot sind. Und die toxischen Sporen spawnen jetzt um die Person herum, die von Ruf der Nacht betroffen sind. Wir sehen jetzt in knapp 3 Sekunden auch die ersten Plasmasphären, aus denen anschließend die Peitscher rauskommen. Wir töten zuerst die erste Kugel, töten anschließend die Peitscher, töten die zweite Kugel, töten die zweiten Peitscher und dann ebenso die dritte Kugel und die dritten Peitscher. Wir achten aber darauf, dass wir von Plasma-Explosion den Debuff haben auslaufen lassen, bevor wir die nächste Kugel töten. Aber da wir eh mit den Peitschern beschäftigt sind, sollte sich das zeitlich genau ausgehen. Wir sehen jetzt gleich nochmal das kontrollierte Chaos. Wir sehen ebenso die betroffenen Spieler von Ruf der Nacht. Und wir achten natürlich darauf, dass wenn wir davon weglaufen, dass wir mit dem Spieler mitlaufen, sodass auf gar keinen Fall der Raid Schaden bekommt. Nun kommt nochmal ein Solar-Collapse, dem ausgewichen werden muss. Anschließend sehen wir nochmal unseren Schurken die Sporen einsammeln, dass wir da einfach als Ranged wieder genügend Platz haben. Anschließend die Sphären, die getötet werden, ebenso die daraus entstehenden Peitscher. Der Arcanist hat jetzt noch knapp 50%. Wir sehen in 5 Sekunden den nächsten Ruf der Nacht-Debuffs. Einer davon wird auf mir sein. Wir sehen das jetzt hier. Ich stehe neben einem Spieler, achte darauf aber, dass ich nicht neben dem Spieler stehe, der ebenfalls davon betroffen ist. Und sobald wir uns bewegen müssen, müssen wir natürlich immer noch neben einem anderen Spieler stehen, sonst bekommt der Raid Schaden. Hier noch einmal dem kontrollierten Chaos ausweichen, anschließend kommt in 5 Sekunden das nächste Solar Collapse, dem ausgewichen werden muss. Unser Hunter hat derweil ein paar Sporen auf der rechten Seite eingesammelt, ihr seht es. Relativ frei alles, deshalb können wir da gleich gemütlich hinlaufen und können uns da wieder gut positionieren. Nun sehen wir erneut die Plasmasphären, die gefokust werden, anschließend die Peitscher, kennen wir mittlerweile schon. Und der Arcanist ist jetzt bei knapp 24%. Und sobald er dann tot ist, beginnt die entscheidende dritte Phase. Zusätzlich zu den Sphären haben wir jetzt noch Ruf der Nacht. Da müsst ihr einfach drauf aufpassen. Anschließend kommt in 2 Sekunden das nächste kontrollierte Chaos. Bis dahin sollten die Peitscher hier rechts aber tot sein, was sie auch sind. Der Arcanist hat jetzt noch knapp 10%. Das heißt, wir sind gleich in der entscheidenden Phase. Achtet auf jeden Fall auf die Ruf der Nacht-Debuff, dass ihr mit den Spielern mitlauft, jetzt hier in dem Fall. Das ist immer ein bisschen knifflig quasi, wenn jeder nur auf sich guckt. Dann kann das schnell dazu führen, dass der Raid extrem viel Schaden bekommt und es eventuell zu einem Vibe führt. Auch wenn jetzt hier noch einmal die Sphären gespawnt sind, spawnen aus diesen keine Peitscher mehr, da der Arcanist ja tot ist und wir uns in der dritten Phase befinden. Dafür sammeln wir uns hinterm Boss, sodass wir möglichst geknubbelt stehen und möglichst viel AE-Heal einfach haben. Wie im Vorwort schon erwähnt, werden wir parasitäre Fesseln vom Tank nicht dispellen. Wir sehen jetzt hier gleich Ruf der Nacht. Die zwei betroffenen Spieler rennen raus, sammeln dabei so viele von den Sporen wie möglich, um daran zu sterben. Aber damit der Raid derweil keinen Schaden bekommt, schicken wir jeweils einen Spieler mit raus, um ihm quasi einfach nur zu begleiten, daneben zu stehen, damit der Raid keinen Schaden bekommt.
Wir ziehen in der Phase natürlich Kampfrausch, Blattlast, je nachdem wie ihr es nennen wollt, Zeitkrümmung, um einfach die Phase so möglichst kurz wie möglich zu halten, da wir andauernd halt Spieler an dem Ruf der Nacht verlieren. Das sehen wir jetzt hier nochmal, Ruf der Nacht kommt, die Spieler rennen raus, sammeln so viele Sporen wie möglich dabei und ja, sterben einfach und wir haben dadurch dieses Solarkollaps nicht, was jetzt hier einmal gekommen ist, uns aber nicht weiter stört. Der Boss ist jetzt bei knapp 40% und unser zweiter Tank, Tamir, macht sich bereit, den Boss abzutaunten, denn Twice würde das ansonsten nicht mehr lange überleben. Wir taunten den Boss ab, wir dispellen Twice, dadurch kommen natürlich die parasitären Peitscher und das kontrollierte Chaos. Darum kümmern wir uns, währenddessen haben wir leider ein bisschen schlechtes Timing, die Ruf der Nacht-Debuff. Das sollte aber euch nicht davon aufhalten, einfach aus dem Raid zu rennen und die Sporen einzusammeln. Und solltet ihr das gut gemeistert haben, dann ist der Boss so gut wie tot, denn Tamir tankt die restlichen paar Prozent. Wir dispellen natürlich nicht die parasitären Fesseln von ihm, sonst müssten wir das ganze Spiel nochmal machen. Wir sehen jetzt hier nochmal den Ruf der Nacht. Die Spieler rennen raus, sammeln die Sporen und sterben. Anschließend spawnen nochmal die Plasmasphären, um die wir uns kümmern müssen. Wir töten die erste so schnell es geht, die zweite sobald der Debuff abläuft und die dritte lassen wir im Normalfall einfach so runterticken. In unserem Falle wurde da zu viel Damage drauf gemacht und wir bekommen davon gleich Schaden, während wir noch den Debuff haben. Deswegen sterben wir noch kurz vor Ende. Relativ zahlreich, sage ich mal, aber der Boss stirbt noch. Ruf der Nacht kommt noch einmal. Aber der Solarist, wie gesagt, stirbt jetzt hier und wir dürfen, nachdem wir gerettet wurden, natürlich looten. Dabei bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und für euer Interesse. Ich bedanke mich ebenso bei meiner Gilde Undisputed vom EU Realm Terror. Wir hoffen, euch hat der Guide geholfen. Für Fragen oder Anregungen benutzt bitte die Kommentarfunktion unter dem Video. Für weitere Videoguides besucht uns bitte auf www.mmozone.de und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer guten Loot.